Ihr wisst vermutlich alle, dass am Ende von Episode 1 der Meister von Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, von Darth Maul getötet wurde. Nach seinem Tod taucht er jedoch wieder auf. Manchmal nur als Stimme, die bestimmte Personen hörten, manchmal aber auch als ein Machtgeist, der von bestimmten Personen gesehen werden konnte. In diesem Video geht es darum, wie Qui-Gon den Tod überwinden konnte und was nach seinem Tod mit ihm geschehen ist. Das Video ist natürlich kanonisch. Doch bevor das Video jetzt losgeht, wollte ich euch noch von meinem zweiten Kanal Nerdbasis erzählen, mit dem ich jetzt bald starten werde. Wer mein Video zu den 10.000 Abonnenten gesehen hat, wird jetzt schon wissen, dass es bei diesem Kanal rund um Nerdsachen gehen wird. Mit meinem Kumpel Kalli von The Lord of Nerds werde ich auf diesem Kanal alle möglichen Videos hochladen, die jeden Nerd interessieren werden, wie zum Beispiel Videos zu Game of Thrones, die Marvel-Filme, Harry Potter, aber auch zu Spielen wie Battlefield, Call of Duty oder Minecraft. Diesen Sonntag wird es das erste Video geben, in dem wir uns vorstellen und ein bisschen über den Kanal erzählen, und ab Montag wird es dann richtige Videos zu bestimmten Themen geben. Wenn euch sowas interessiert, schaut mal bei dem Kanal vorbei und lasst uns vielleicht ein Abo da. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Doch jetzt wieder zu Qui-Gon Jinn. Noch während seiner Ausbildung unter Jedi-Meister Dooku reiste Jinn zu einem Planeten, der stark mit der Macht verbunden war und über den gesagt wurde, dass dort selbst die Midi-Chlorianer entstanden sind. Auf diesem Planeten lernte er von 5 Machtpriesterinnen, wie er selbst den Tod überleben konnte. Diese 5 hatten selbst ihr Bewusstsein vor dem Tod bewahrt und gaben das Wissen an Qui-Gon weiter. Sie lehrten ihm, dass wenn ein lebendes Wesen stirbt, sein Bewusstsein durch die lebende Macht und danach durch die kosmische Macht gebracht wird, um dann eins mit der Macht zu werden. Da die lebendige Macht und die kosmische Macht allerdings im Zusammenhang stehen, ist es möglich, sein Bewusstsein zwischen ihnen physisch manifestieren zu können. Da Qui-Gon als würdig erachtet wurde, lernten die 5 Priesterinnen, wie er dieses Wissen in die Tat umsetzen konnte, was er dann auch heimlich tat. Zusätzlich zu diesem Wissen erlangte er noch von einem Schamanen der Wills die Erkenntnis, dass für das ewige Leben vollkommene Selbstlosigkeit benötigt wird. Als er während der Schlacht von Naboo von Darth Maul getötet wurde, hatte er sein Training noch nicht vollständig abgeschlossen, was dazu führte, dass es ihm schwerfiel, sich als Machtgeist physisch anderen erkennen zu geben. Meist konnte er nur seine Stimme mit anderen teilen. Das erste Mal, dass ihm das gelang, war kurz vor dem Ausbruch der Klonkriege, während Anakin Skywalker ein ganzes Dorf abschlachtete. Qui-Gon beobachtete dies mit großem Schmerz und rief zu Anakin, der sein Schüler hätte werden sollen, durch die Macht, was auch Meister Yoda mitbekam. Ein weiteres Mal kommunizierte Qui-Gon mit seinem ehemaligen Schüler Obi-Wan und Anakin und schaffte es sich, ihnen beiden physisch als Machtgeist zu erkennen zu geben. Er erklärte Obi-Wan, dass er nur auf diesem Planeten sich als Machtgeist manifestieren kann, da der Planet als eine Art Verstärker fungiert. Anakin erklärte er, dass er immer noch daran glaube, dass er der Auserwählte sei, wenn er sich seinen Dämonen stellen würde. Erst kurz vor Ende der Klonkriege erfuhr Yoda, dass Qui-Gon es geschafft hatte, den Tod zu überlisten. Da Qui-Gon glaubte, dass Yoda wichtig dafür war, Balance in die Macht zu bringen, wollte er ihm auch den Weg zur Unsterblichkeit zeigen. Dafür sprach er mit Yoda durch die Macht und lotste ihn nach Dagobah, um ihm dort einem Training zu unterziehen und somit den Machtpriesterinnen zu zeigen, dass Yoda auch dieses Wissen würdig war. Yoda bestand das Training und die Prüfung und durfte das Wissen der Machtpriesterinnen auch erfahren. Auch seinem ehemaligen Schüler Obi-Wan Kenobi erschien Qui-Gon Jinn noch häufiger als Stimme. Auf Kenobis Exil auf Tatooine half Qui-Gon Jinn ihm, vom Fall Anakins zur dunklen Seite loszulassen, und lehrte ihm auch die Wege, sein Bewusstsein nach dem Tod zu manifestieren. So schafften es sowohl Yoda als auch Obi-Wan, nach ihrem Tod als Machtgeist wiederzukehren. Das waren auch schon alle Informationen, die wir bis jetzt im Canon zu Qui-Gon Jinns Dasein nach dem Tod haben. Was haltet ihr davon? Und was würdet ihr sagen, welcher andere Jedi hätte dieses Wissen vielleicht auch verdient? Schreibt es unten in die Kommentare. Und vergesst natürlich nicht, mir ein Abo dazulassen, damit ihr nie wieder ein Video von mir verpasst. Ansonsten schaut gerne noch in eins der beiden Videos rein, die ich euch gerade einblende. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.